Das kollektive Gedächtnis braucht Erinnerungsorte. Und so entstehen im öffentlichen Raum Denkmäler und Mahnmale. Nicht immer ist ein solcher Ort auch wirklich ein authentischer Ort. Heute sind wir in einem solchen authentischen Ort. Es ist das Haus der Wannsee-Konferenz. Hier trafen sich am 20. Januar 1942 Spitzen und Funktionäre des nationalsozialistischen Regimes. Man traf sich hier, um zu beraten über die sogenannte Endlösung in der Jugendfrage. Ich treffe hier gleich den Leiter des Hauses der Wannsee-Konferenz, Herrn Dr. Hans-Christian Jasch. Herr Dr. Jasch, ich begrüße Sie. Sie sind Leiter des Hauses der Wannsee-Konferenz. Wenn man das Machtzentrum im damaligen Berlin sich anschaut, war das in Mitte? Hier war man doch ein bisschen weit draußen? Oder war man nicht weit draußen? Ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Ja, das war hier schon der Berliner Südwesten. Das war ein bürgerliches Viertel, was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde im Zuge des Eisenbahnbaus heraus. Deswegen war es eigentlich relativ gut angeschlossen an das Berliner Zentrum. Und Heydrich hat dieses Haus 1940 erworben von einem Berliner Industriellen, Friedrich Minou, der damals in Haft war. Und hat es dann als Gästehaus des Reichssicherheitshauptamtes genutzt. Und wir müssen vermuten, dass dieses Haus auch dazu dienen sollte, die Teilnehmer zu beeindrucken. Dass er sozusagen ein besonderes Setting suchte für diese Wannsee-Konferenz. Mhm. Ich den Schirm nehmen? Ja, das ist richtig. Und was heißt denn besonderes Setting gesucht hat? Inwiefern wollte er denn beeindrucken? Es ging ihm darum, einen Konsens zu erzielen. Es ging ihm auch darum, einige Konflikte gerade zu ziehen, die es in der Verwaltung weiterhin gab, die es mit den Behörden des Generalgouvernements gab, mit dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. Und es ging ihm vielleicht auch um Geheimhaltung. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz ist natürlich als geheime Reichssache mit der höchsten Geheimhaltungsstufe eingestuft. Und das war hier ein Ort, der konspirativer war als innerhalb eines Ministerialgebäudes in der Wilhelmstraße oder in der Prinz-Albrecht-Straße. In welcher Umgebung ist dieses Haus denn? Wie muss man sich das hier vorstellen? Wie war das hier damals? Das war als ein großbürgerliches sommerfrische Viertel für wohlhabende Berliner Familien entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahn von Berlin nach Potsdam gebaut wurde. Und hier lebten hatten Familien wie die Siemens-Familie, die Langenscheid-Familie, die Verlegerfamilie Springer Villen erworben, in denen sie dann die Sommermonate verbracht haben. Auf Schwanwerder hatte dann Goebbels sein Haus als Reichspropagandaminister und Berliner Gauleiter. Dort hatte aber auch Albert Speer eine Villa. Und dort hatte auch Walter Groß, ein NS-Mediziner, ein Haus, der sich ganz massiv 1941 für eine Lösung der Mischlingsfrage aussprach, mit mehreren Artikeln und öffentlichen Vorträgen. Die Liebermann-Villa ist auch in unmittelbarer Umgebung? Genau, die Liebermann-Villa ist auch in unmittelbarer Umgebung vom selben Architekten gebaut, Paul Baumgarten, der in Berlin auch am Schiller-Theater mitgebaut hat, später auch an der neuen Reichskanzlei für Hitler. Die sehr viel nüchterner ist als dieses Haus, aber mit einem großen Garten, den der Gartenkünstler Lichtwark ausgestattet hatte. Und bei Liebermann haben wir natürlich das Schicksal, dass wir hier sozusagen einen Täter- und einen Opferort nebeneinander haben. Max Liebermann starb kurze Zeit, nachdem er als Präsident der Preußischen Akademie der Künste hatte zurücktreten müssen. Seine Frau nahm sich 1943 das Leben, als sie den Deportationsbescheid erhielt. Herr Dr. Jasch, warum wurde dieses Haus erst so spät zur Gedenkstätte? Ja, das hat viele Gründe. Man tat sich in der Bundesrepublik einfach schwer damit, die Täter namhaft zu machen. Und das ist hier ein Täterort. Es war sozusagen sehr viel einfacher, Empathie mit den Opfern zu zeigen. Also die ersten großen Gedenkstätten, die in Deutschland eröffnet werden, in Westdeutschland eröffnet werden, das ist Bergen-Belsen natürlich als ein Ort.
Aber mit diesem Ort, der sozusagen an den Verwaltungsmord erinnert, der auch an die Beteiligung der Verwaltung an diesem Mord erinnert, tat man sich schwer. Und was war in der Zwischenzeit, also von 45 quasi an bis 92 war ja erst die Eröffnung? Das Haus ist ja unterschiedlich genutzt worden. Es fiel direkt nach dem Krieg ans Land Berlin und wurde dann zunächst an das August-Bebel-Institut der SPD vermietet. Und seit 1952 war es dann Schullandheim des Bezirks Neukölln. Also hier waren Berliner Arbeiterkinder untergebracht, um die frische Luft am Wannsee zu genießen. Und es dauerte dann auch bis zum Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961-62, bis überhaupt das Thema Judenmord und die Wannsee-Konferenz stärker ins historische Bewusstsein eingesickert sind. Und erst danach gab es dann auch eine Initiative des Holocaust-Überlebenden Josef Wulff, hier an diesem Ort eine Dokumentationsstätte zu errichten. Und diese Initiative scheiterte dann. Josef Wulff hat sich 1974 das Leben genommen. Es gab in der Berliner Presse eine Diskussion, was braucht man hier am Wannsee dringender, Erholungseinrichtungen für Berliner Arbeiterkinder oder eine Forschungsstätte für den Judenmord. Und auch der damalige Berliner regierende Bürgermeister Schütz befürchtete, dass dieses Haus zu einer makaberen Kultstätte werden würde. Und es war dann erst eine Initiative von Robert Kempner, dem Ankläger, dem US-Ankläger im Wilhelmstraßenprozess, der sagte, man möge doch wenigstens mit einer Gedenktafel dieses Haus kennzeichnen. Und dann ist 1972 diese Gedenktafel draußen angebracht worden. Sie ist dann mehrfach zerstört, auch gestohlen worden. Und allein wenn man sich den Text anguckt, der hier verwendet wird, dann ist das geradezu archetypisch für die 70er und 80er Jahre. Also hier heißt es, dem Gedenken der durch nationalsozialistische Gewaltherrschaft umgekommenen jüdischen Mitmenschen. Also es ist nicht die Rede davon, dass die ermordet werden. Es ist nicht die Rede von den Tätern, die dafür verantwortlich sind, sondern die nationalsozialistische Gewaltherrschaft abstrakt. Ja. Und es dauerte dann bis 1982, bis an diesem Haus die erste offizielle Gedenkveranstaltung stattfand mit Richard von Weizsäcker als regierender Bürgermeister Berlins, der auch einen persönlichen Bezug zur Wannsee-Konferenz hatte, dadurch, dass sein Vater Ernst von Weizsäcker als Staatssekretär im Auswärtigen Amt von Luther über die Inhalte der Konferenz unterrichtet worden war. Weizsäcker gehörte zum Defense Council seines Vaters im Wilhelmstraßenprozess. Und es dauerte dann noch mal 10 Jahre, bis 1992, bis nach der Wiedervereinigung, bis dieses Haus dann als Gedenkstätte eröffnet wurde. Nicht als Forschungszentrum, wie sich Wulff das vorgestellt hatte. Vielen Dank, dann gehen wir mal rein. Danke. Herr Dr. Jasch, wir sehen hier ein Protokoll, aber es ist ja das Einzige, was übrig geblieben ist. Wie kommt das? Ja, das ist sozusagen einem Zufall der Geschichte wahrscheinlich geschuldet. Dieses Protokoll wurde 1947 im März in einem Leitsordner gefunden, der die Überschrift Endlösung der Judenfrage enthält. Und das sind ja die Handakten von Martin Luther gewesen, dem Vertreter des Auswärtigen Amtes auf der Wannsee-Konferenz, Leiter der Abteilung Inland oder Abteilung Deutschland, der selber im Sommer 1943 in Ungnade gefallen ist, nach Sachsenhausen gebracht wurde als Sondergefangener des Führers und dem nach dem Krieg ein Hochverratsprozess gemacht werden sollte. Und das führte wohl dazu, dass diese Akten separiert wurden und dass sie dann eben auch nicht vernichtet wurden, als die Vernichtung von Akten angeordnet wurde durch Himmler, der seit 1943 Sommer Innenminister war und damit auch Archivminister. Und der dann, als die Alliierten, als die Amerikaner in Aachen ankamen, den Befehl erteilte, alle Akten zu vernichten, die sich mit der sogenannten Lösung der Judenfrage beschäftigten. Deswegen ist die Überlieferung fragmentarisch. Aber das ist das einzige Protokoll von 30, die es ja wohl mal gegeben hat. Was wäre denn, wenn man dieses Protokoll nicht gefunden hätte? Dann würde man die Wannsee-Konferenz wahrscheinlich anders beurteilen, als man sie heute beurteilt. Sie hat heute natürlich auch durch diese detaillierte Überlieferung einen ganz besonderen Stellenwert, weil es kaum ein anderes Dokument gibt, was in dieser detaillierten Form und vor allem mit den Zahlenkolonnen, die wir hier auf der Seite 6 des Protokolls haben, die Dimensionen des
der Organisation des Völkermordes so beschreibt. Was lässt sich denn über die Teilnehmer sagen? Die Teilnehmer sind eigentlich das, was Christopher Browning auch schon für die Polizisten festgestellt hat, ordinary men. Also es lässt sich schwer ein Täterprofil festmachen. Man kann sagen, dass etwa die Hälfte im Ersten Weltkrieg als Soldaten gekämpft hatten. Viele waren lange in Kriegsgefangenschaft. Die andere Hälfte gehört der sogenannten Kriegsjugendgeneration an, um 1900 geboren, zu jung für eine Kriegsteilnahme, die das dann oft auch durch besondere Radikalität kompensieren wollten. Also da gehört etwa der Stuckert dazu oder da gehört der Schöngard dazu, beide Jahrgang 1902, die eben auch geprägt waren durch eine ganz schwierige Zeit, die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Inflation 1923. Sebastian Haffner spricht von einer Umwertung aller Werte. Und die sich sehr stark radikalisiert haben, oft schon als Abiturienten oder später als Studenten, sich dann vielfach Freikorps angeschlossen haben und für die Ulrich Herbert in seiner Studie zu Best eben als generationelles Merkmal ausmacht, eine kalte Sachlichkeit, ja, die sozusagen auch jede Konsequenz in Kauf nimmt. Michael Wild spricht von der Generation des Unbedingten. Sie sagten, radikalisiert hat, aber es waren ja durchaus, gehörten, oder kann man sagen, dass sie zur Elite gehörten, auch zur geistigen Elite? Denn es waren ja viele promoviert. Also zum Teil, die meisten stammen aus bürgerlichen Familien, die meisten stammen aus Preußen, die meisten haben protestantischen Hintergrund. Und viele haben eine bürgerliche Erziehung. Man sieht das bei Heydrich, nicht, der zu Hause das Violinspiel gelernt hatte. Es gehörte dazu, Tennis zu spielen, zu fechten. Auch das war bei Heydrich der Fall. Es gibt aber auch andere. Also wir haben zwei Teilnehmer ohne Abitur. Das ist der Gestapo-Chef Heinrich Müller und das ist Martin Luther aus dem Auswärtigen Amt, die es wirklich als Aufsteiger geschafft haben. Was ist das Besondere an dieser Konferenz? Das Besondere ist, dass sich hier 15 Männer, es waren nur Männer, mutmaßlich gab es eine Stenotypistin, die das Konferenzgeschehen mitstenografiert hat, dass sich diese 15 Männer hier zusammengefunden haben, um über einen einzigen Tagesordnungspunkt zu sprechen, nämlich die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Es taucht dann im Protokoll weder das Wort vergasen noch ermorden oder vernichten auf, sondern es werden dafür Chiffren gefunden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass hier schon sehr offen über Töten und Vernichten gesprochen wurde, wie Eichmann es in Jerusalem 1961 aussagte. Dafür spricht etwa, dass es am Ende des Protokolls heißt, es wurde über die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten gesprochen und dann heißt es am Ende noch, wobei unbedingt eine Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden ist. Ist das typisch, dass man diese Schlagworte, wie Sie es sagen, töten und so weiter, gar nicht benutzt, sondern dass man das versucht zu versachlichen? Das ist verwaltungstypisch. Also man hat es hier natürlich auch überwiegend mit Juristen zu tun, wie das für die Führungsebene der öffentlichen Verwaltung auch heute weiterhin der Fall ist. Und es diente natürlich auch dem Zweck, dass diese Vorgänge kommunizierbar sein mussten in der Verwaltung. Nicht? Auch die NS-Verwaltung war eine überwiegend normgesteuerte Verwaltung. Also um diesen arbeitsteiligen Massenmord durchführen zu können, brauchte man juristische Normen als Kommunikationsmittel. Und dafür spielten dann solche Chiffren, solche Tarnbegriffe eine ganz große Rolle. Die Sonderbehandlung, die Evakuierung nach dem Osten als Tarnwort für Deportation. Aber auch heute spricht man von Rückführung und nicht von Deportation. Also das ist durchaus verwaltungstypisch. Hatte man denn Widerstand erwartet, wenn man es anders formuliert hätte? Die Kommunikation des Massenmordes an den Juden ist ambivalent. Es gibt einerseits am 16. November 1941 einen Leitartikel von Goebbels in der Wochenzeitschrift Das Reich, immerhin eine Zeitschrift mit einer Auflage von über 1 Million Stück, in der er wortwörtlich sagt, die Juden erleben im Osten ihre Vernichtung.
Andererseits gibt es aber eine Reihe von Fällen. Bernhard Dörner hat das hier in Berlin untersucht, wo Menschen juristisch verfolgt werden mithilfe des Heimtückegesetzes, wenn sie Äußerungen über den Völkermord tätigen. Also das ist eine ambivalente Kommunikation, die das Regime dort anwendet. Man glaubt den Volksgenossen nicht alles zumuten zu können. Nicht auch das Protokoll ist eine geheime Reichssache. Das ist kein Protokoll, was eine größere Öffentlichkeit erreichte, sondern sowas wurde durch Sonderboten zugestellt in die Geheimregistraturen der Ministerien. Wir können nicht davon ausgehen, dass das sozusagen eine große Verbreitung hatte. Wie lange hat die Konferenz gedauert? Nach Eichmanns Aussage in Jerusalem nur 90 Minuten. Sie war eben als Arbeitsbesprechung mit anschließendem Frühstück angesetzt. Wir sind hier auch in dem ehemaligen Speisezimmer dieses Hauses. Wir haben hier ein Bild von 1922. Eichmann beschreibt, dass man sich hinterher zurückgezogen habe zu Cognac und Zigarre, mutmaßlich dann in das Herrenzimmer, das sich hier dann in der Zimmerflucht befindet. Und ich begrüße Sie nun sehr herzlich aus dem Saal der Wannsee-Konferenz zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden vor Ort. Und als meine Gäste begrüße ich zum einen Professor Julius Schütz, Historiker, und zum anderen Professor Peter Longerich, ebenfalls Historiker. Sie beide beschäftigen sich seit langer Zeit mit der NS-Vergangenheit und auch mit dem Holocaust. Herr Professor Schütz, wir haben es eben vom Direktor des Hauses der Wannsee-Konferenz gehört. Erst 1992 wurde dieses Haus hier Gedenkstätte. Was sagt das aus über den Umgang der Deutschen mit dem Holocaust und wie sieht das in der Nachkriegszeit aus? Das besagt eigentlich nur, dass man sich die ersten Jahrzehnte überhaupt nicht um dieses Kapitel deutscher Geschichte gekümmert hat. Und ich weiß nur, dass es der Film Holocaust war, 1978, 79, der zum ersten Mal eigentlich die Schleusen geöffnet hat und dass man sich dass man damals anfing, sich mit diesem Kapitel deutscher Geschichte zu beschäftigen. Was würden Sie sagen, was sagt das aus über die Deutschen? Tja, es war eine Form der Verdrängung. Man wollte damit nichts zu tun haben. Und es sagt noch etwas anderes aus. Die Generation der Täter wurde abgelöst durch die Nachkommengeneration. Das heißt also, in der Zeit, in den 50er, 60er Jahren, waren ja viele noch am Wirken, am Leben. Und die waren nicht sehr interessiert an der Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Herr Professor Longerich, muss man diese gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, muss man das so in Etappen dann einteilen? Professor Schöps hat es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Zunächst mal ist natürlich dieser These des Beschweigens und Verdrängens grundsätzlich zuzustimmen. Aber es zeigt sich, wenn man so in die Details guckt, dass es noch immer wieder auch Versuche gab, und zwar ernsthafte Versuche, teilweise auch erfolgreiche Versuche, dieses Beschweigen zu durchbrechen. Meistens in der Form von Skandalisierung. Also wenn jetzt ein wirklicher wichtiger Täter in einer wichtigen Position in der Bundesrepublik angekommen war. Und es gibt dann eben solche Ereignisse wie etwa 1958, diese Schmierereien an der Kölner Synagoge, die dann dazu geführt hat, dass der deutsche Staat tatsächlich eine Initiative ergriffen hat, um dieses Thema eben stärker zu verankern. Das ist der Ausgangspunkt für die Gründung etwa der zentralen Stelle zur Verfolgung dieser Verbrechen Ludwigsburg gewesen. Man könnte den Auschwitz-Prozess nennen, man könnte natürlich, Sie haben es erwähnt, die Holocaust-Serie im Fernsehen nennen, die praktisch das Ganze mal in einer populären Form an das Publikum gebracht hat, obwohl vorher schon 100 Filme oder mehr im Fernsehen gezeigt worden sind über dieses Thema, ist das sozusagen auch wieder ein Durchbruch gewesen. Also es ist richtig, es sind Etappen gewesen. Wenn man sich das anschaut, man hat eigentlich relativ früh schon Namen von Opfern gekannt, aber die von den Tätern, die hat man irgendwie nicht so richtig erwähnt. Das sehe ich nicht so. Mhm. Die Opferperspektive spielte so gut wie nur eine untergeordnete Rolle. Wenn, dann kümmerte man sich um die Täter, die interessierten viel mehr. Die Historiker, also dieser Generation, haben nicht die Opferperspektive im Blick gehabt. Das kommt jetzt erst langsam. Aber dennoch hat man sich ja nicht richtig mit den Tätern auseinandergesetzt. Nein, das Ganze war unangenehm. Man wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich erinnere mich noch sehr gut
Damals, als der Film Holocaust ausgestrahlt wurde, saß ich hinter den Kulissen beim WDR und habe die Anrufe ausgewertet, die damals ankamen. Und ich erinnere mich noch sehr, also das war unglaublich. Ein Drittel der Anrufe sagte, das kann doch alles gar nicht gewesen sein. Das soll in Deutschland passiert sein? Das glaube ich nicht. Also das war spannend und hat mir damals gezeigt, dass da ein großer Nachholbedarf ist, was die Aufarbeitung der deutschen Geschichte dieser Jahre angeht. Aufarbeitung, wenn wir das gerade hören, also es hat Veränderungen gegeben. Der Eichmann-Prozess war vielleicht auch schon mal so ein Anstoß, die Holocaust-Sendung war so ein Anstoß. Wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahren auch an Prozessen gelaufen ist, auch an Verurteilungen, ich nenne Demjanjuk, ich nenne Hanning, passiert ist, warum gibt es da jetzt auf einmal so ein Umdenken, dass die Schreibtischtäter tatsächlich noch verurteilt werden? Das war ja über lange Zeit nicht der Fall. Naja, das sind jetzt einzelne Fälle, aber im Grunde genommen hat ja die deutsche Justiz ihre Arbeit in dem Bereich nicht getan, also zumindest in weiten Teilen nicht. Das gilt, also es gab praktisch fast so etwas, obwohl es auch Ausnahmen gibt, aber fast so etwas wie einen Stillstand der Justiz zwischen 1949 und Ende der 50er Jahre. Und diese Zeit ist praktisch nicht mehr aufzuholen gewesen. Deswegen legt man natürlich heute da einen großen Wert darauf, sozusagen die letzten Täter noch vor Gericht zu bringen, sie zu verurteilen. In der Regel werden sie ja nicht mehr ein Gefängnis von innen sehen, weil sie viel zu alt sind. Das sind also eher symbolische, sozusagen eine symbolische Nachgeschichte. Die Geschichte der Justiz, der Umgang mit den NS-Verbrechen, das ist eine ganz andere Sache und die ist wesentlich trauriger. Warum ist das denn heute noch von Bedeutung nach 70 Jahren? Ja, natürlich ist es so, dass die heutige Justiz, so ist mein Eindruck zumindest, einfach hier einfach etwas wieder gut machen will auch. Und dass natürlich eine andere Generation von Juristen da ist, die auch nicht verstehen kann, dass diese Dinge damals nicht aufgearbeitet worden sind. Aber ich bin auch kein Spezialist für diese Fragen. Da müsste man auch sozusagen in die Justiz von innen sich anschauen. Aber ich denke, das ist so die große Linie. Ist es das, worum es geht, auch noch Gerechtigkeit gegenüber den lebenden Opfern walten zu lassen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Grundsätzlich sind wir alle dafür, dass dieser Teil der Geschichte aufgearbeitet wird. Aber ob es irgendeinen Sinn noch macht, 90-Jährige vor Gericht zu bringen, ich weiß nicht. Ich habe da meine großen Zweifel. Das hätte man alles früher machen müssen. Und ohne diese Vorgeschichte ist das nicht mehr verständlich, was da heute passiert. Ja. Wenn man sich die Wannsee-Konferenz selber anschaut, Professor Longrich, worin liegt die Bedeutung, wenn man sich den Genozid der europäischen Juden anschaut? Also viele Besucher dieses Hauses denken ja, dass hier sozusagen die Endlösung der Judenfrage, die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde. Ist das so? Das ist natürlich nicht so, aber das Besondere liegt einfach daran, dass dieses Dokument, was wir haben, also das Protokoll, das sogenannte Protokoll dieser Sitzung, eines der ganz wenigen Protokolle ist oder ganz wenigen Dokumente ist, die sozusagen eine Art von Gesamtplan der Ermordung der europäischen Juden zeigen. Und man könnte sagen, dass dieses Protokoll so etwas wie ein Fenster öffnet in den Entscheidungsprozess, der zur Ermordung der europäischen Juden geführt hat. Es gibt ja nicht einen Tag oder ein bestimmtes Ereignis, das an dem nun dieser Entscheidungsprozess stattgefunden hat oder diese Entscheidung stattgefunden hat, sondern es ist ein längerfristiger Prozess, an dem sehr viele beteiligt waren. Und das Protokoll gibt uns einen Einblick in den Ablauf dieses Prozesses, aber auch in die sozusagen die Arbeitsteilung, die also hinter diesem eine Art Organisationstreffen. So kann man es genauso kann man es sagen, ja. Können Sie noch mal sagen, woher dieses Protokoll kommt? Warum ist das eigentlich eins von den 30, das übrig geblieben ist? Ja, es gab 30 Exemplare, das ist das 16. Das ist in den Akten des Auswärtigen Amtes während der Vorbereitung der Nürnberger Prozesse gefunden worden. Man muss einfach sehen, dass die Nationalsozialisten am Ende des Krieges versucht haben, sämtliche Dokumente, die in irgendeiner Weise die sogenannte Endlösung, wie Sie das genannt haben, dokumentiert haben, zu vernichten. Viele Dinge sind ja auch gar nicht schriftlich festgehalten worden, sondern nur mündlich erfolgt. Und dort, wo etwas schriftlich festgehalten wurde, hat man sich im Allgemeinen einer Tarnsprache bedient. Insofern ist, wenn man so will, aus der Sicht damals auch der Staatsanwaltschaft, es ein Glücksfall gewesen, dass man dieses Dokument gefunden hat. Und ist die Wannsee-Konferenz eigentlich nur deshalb so bekannt, weil man das Protokoll gefunden hat? Oder würden Sie sagen, diese Konferenz hat tatsächlich auch eine Schlüsselrolle eingenommen?
Also ich meine nicht, dass diese Konferenz eine Schlüsselrolle einnimmt. Das meiste geschah ja schon im Vorfeld. Es kam zu zigtausenden von Morden überall in Europa. Das fängt ja schon 1933 an. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Aber ich denke immer an einen Aspekt, der mir immer sehr zu denken gegeben hat. Im Dezember, November, Dezember 1941, hat die evangelische Kirche die Judenchristen ausgeschlossen und damit faktisch die Wannsee-Konferenz möglich gemacht. Das ist ein Aspekt, der nur wenig beachtet wird, aber den ich für extrem wichtig halte, dass man sich anguckt, die Motivlagen, die Gründe, die hier eine Rolle spielten im Vorfeld dieser Konferenz. Würden Sie sagen, dass die Wannsee-Konferenz eine Beschluss- oder eine Entscheidungskonferenz war? Wie muss man das beschreiben? Naja, auf der Konferenz selbst wurden ja keine Entscheidungen getroffen. Aber es wurde dort mehr oder weniger offen über den Mord an den Juden gesprochen. Es gibt ja diese berühmte Statistik, in der 11 Millionen Juden in ganz Europa, also auch in den Ländern, mit denen Deutschland sich im Krieg befand, auch in den neutralen Staaten aufgelistet waren. Das Besondere an der Konferenz liegt natürlich daran, dass es sich hier um eine Staatssekretärskonferenz vor allem handelt. Das heißt, um eine Konferenz auf Regierungsebene. Der Holocaust als ein Staatsverbrechen, als ein von der Regierung organisiertes Verbrechen, arbeitsteilig zusammen mit der SS. Das wird hier dokumentiert und das ist die besondere Bedeutung. Wahrscheinlich gibt es andere hochrangige Treffen in den Monaten davor, in den Monaten danach, von denen wir auch gerne die Protokolle hätten, die es aber nicht mehr gibt. Aber das ist sozusagen hier der Fall, wo man eben auch eine große Zahl von Verantwortlichen sozusagen in den Blick bekommt. Große Zahl von Verantwortlichen, aber es war ja eine Organisationskonferenz, so kann man sagen. Ja. Aber hier wurden viele Ämter und viele unterschiedliche Ressorts zusammengeführt. Mhm. War das überhaupt noch wichtig, wo der Holocaust da voll im Gange war? Naja, also wie gesagt, es ging um die Organisation des Verbrechens. Und das wurde hier durchexerziert. Sehen Sie, ich überlege die ganze Zeit, ich bin 3 Monate später geboren worden, im schwedischen Exil meiner Eltern. Und man wusste, die Exilanten und die Flüchtlinge und die Juden, die wussten von diesem Ding nichts. Das ist ja erst später alles bekannt geworden. Sie wussten allerdings, dass Verfolgung eingesetzt hatte, dass Menschen umgebracht wurden. Aber das war es auch schon. Mich fasziniert bis zum heutigen Tag diese Geheimhaltung, die das Verbrechen begleitet hat. Aber dazu wird mein Kollege Lungerich mehr sagen können. Meiner Ansicht nach lohnt es sich eben auch tatsächlich, sich mit dem Wortlaut des Protokolls zu beschäftigen. Und wenn man das tut, dann kann man meiner Ansicht nach hier zwei Linien in dieser sogenannten Judenpolitik sehen. Heydrich eröffnet die Konferenz und stellt vor, es gibt einen großen Plan. Das heißt, die Juden Europas werden in den Osten, in die Sowjetunion deportiert und sie werden dort Zwangsarbeit verrichten. Er sagt, die meisten werden infolgedessen zugrunde gehen, die das überleben, wird man entsprechend behandeln müssen. Und er sagt implizit natürlich auch, dass die nicht arbeitsfähig sind, auch ermordet werden. Und das Ganze wird sich hinziehen in einem längeren Zeitraum, der bis nach dem Ende des Krieges reicht. So, das ist die Ausgangssituation. Er hat bereits die Autorisierung von Göring dafür. Göring war etwas wie der Generalbevollmächtigter Hitlers für die Judenfrage. Und dann tauchen aber in der Konferenz andere Gesichtspunkte auf. Nämlich Heydrich selbst sagt ja, aber es gibt ja schon erste Deportationen aus Deutschland seit dem letzten Herbst. Das sind Ausweichlösungen, das ist sozusagen etwas anderes, das ist nicht der große Plan, das ist ein Vorgriff auf diesen großen Plan. Und dann geht die Diskussion weiter, vor allem am Ende des Protokolls, wo der Vertreter des Generalgouvernements, also Polens, besetzten Polens, sagt, wir können doch auch vorbereitende Maßnahmen bereits in den Gebieten selbst unternehmen. Und damit meint er ganz offensichtlich, dass man die Selektion von Arbeitsfähigen, Nicht-Arbeitsfähigen, die man damals gesagt hat, bereits vor Ort vornehmen könnte. Und er wird wahrscheinlich
darauf hingewiesen haben, dass ja schon ein Vernichtungslager Belzec im Bau ist und ein anderes Kelmno, in dem bereits existiert, in dem bereits seit Dezember 1941 Gaswagen eingesetzt wurden. Man sieht also deutlich, dass hier zwei Linien vorhanden sind, sozusagen der eine ursprüngliche Plan, und während mittlerweile aber die Morde über die Sowjetunion hinaus weiter ausgedehnt werden. Und es werden keine Beschlüsse gefasst auf der Konferenz, aber einige Monate später ist tatsächlich das, was in Gang gekommen ist, wird sozusagen auf den gesamten europäischen Bereich ausgedehnt. Das heißt, der Holocaust wird nicht mehr auf die Zeit bis nach dem Kriegende verschoben, sondern er wird bereits während des Krieges durchgeführt. Er wird nicht in der Sowjetunion durchgeführt, sondern im besetzten Polen im Wesentlichen. Und man wird sich eben Gas kann man Vernichtungslagern bedienen. Und ich glaube, man kann diese beiden Linien in diesem Protokoll tatsächlich nachlesen. Die Frage ist aber, setzt das nicht alles schon sehr viel früher ein? Ich bin der Überzeugung, es fängt eigentlich alles schon mit dem Jahr 1933 an, wo es Hunderte von Toten gegeben hat, von SA-Männern erschlagen, Juristen, die aus ihren Kanzleien rausgeholt wurden, Ärzte, die aus den Krankenhäusern vertrieben wurden und zum Teil getötet wurden und so weiter und so fort. Das heißt also, man muss hier, glaube ich, verschiedene Phasen sehen. Also diese Vertreibungsphase, die dann mit den Jahren umschlägt in eine Vernichtungsphase. Ein ganz wichtiger Umschlagspunkt ist sicher der Kriegsbeginn. Ja, bis dahin ging es vor allem um Vertreibung, also gewaltsame Vertreibung, einschließlich Morden, auch konzentrationslagerhaft. Aber nun sind im Wesentlichen die Wege nach draußen versperrt. Und es gibt die sogenannten großen territorialen Lösungen der Nazis. Das heißt, die Juden werden irgendwo an die Peripherie des deutschen Herrschaftsbereiches verschleppt. Polen, Madagaskar. Und das bedeutet natürlich im Grunde genommen, dass man das physische Ende, ich möchte das mal so formulieren, dieser Menschen bereits eingeplant hat. Denn es ist nicht vorgesehen gewesen, in Madagaskar einen Judenstaat oder in Polen eine Heimstätte für Juden zu schaffen, sondern das sind praktisch Sterbeghettos, die dort errichtet werden. Insofern ist eigentlich, da haben Sie recht, sozusagen, es ist eine fließende Entwicklung. Aber wir sind jetzt ab Sommer 1941 in der Phase mit der Besetzung der Sowjetunion, wo man eben direkte Massenmorde begeht. Das ist eine weitere Radikalisierung. Und nun beginnt im Herbst 1941 der Prozess, wo diese Morde auf ganz Europa ausgedehnt werden und man nach einer Methode sucht, tatsächlich die sämtliche Juden Europas während des Krieges möglichst schon im Jahre 1942 zu ermorden. Das ist ein fortwährender Radikalisierungsprozess. Und das Wannsee-Protokoll erlaubt es uns eben, Einblick in diesen Radikalisierungsprozess zu nehmen. Gerade auch, wenn man sieht, wie diese Leute an einem Tisch sitzen und sozusagen sich gegenseitig zu überbieten suchen mit besseren Lösungsmöglichkeiten. Wenn Sie sagen, dass das alles schon ein Prozess ist, der da im Gange ist, kann man diese Konferenz auch kategorisieren als ein Kompetenzgerangel oder ein Gerangel darum, wer die Federführung hat und wer sozusagen noch radikaler in seinen Einschätzungen ist? Das spielt im Nationalsozialismus immer eine große Rolle. Das ist ein relativ offenes System, das mag jetzt etwas erstaunen gewesen, dem eben der Eigeninitiative der einzelnen Funktionäre sehr viel Raum gelassen wurde. Das war eigentlich auch bewusst so angelegt. Und so ist es kein Wunder, dass eben hier sozusagen um die radikalste Lösung ja fast gerungen wird. Das ist ganz typisch für dieses System. Aber es wird nicht expressis verbis ausgesprochen. Das ist der Punkt, um den es auch geht immer. Sondern alle waren sich einig, was die Endlösung betraf. Aber man formulierte es nicht. Das ist eben die Frage. Wir haben ja, das Protokoll ist ja kein Wortprotokoll, sondern ein zusammenfassendes Protokoll. Und wir wissen von Eichmann, und das ist glaubwürdig, dass das mehrmals redigiert wurde. Wie dort tatsächlich gesprochen wurde, das wissen wir eben nicht. Eichmann aufgrund des Prozesses in Jerusalem. Ja, Eichmann ist möglicherweise auch nicht der ideale Zeuge, weil er natürlich versucht hat, seine eigene Position hier möglichst zu bedecken. Aber wir wissen nicht, ob nicht tatsächlich davon gesprochen, von Erledigen, von Liquidieren und so weiter gesprochen wurde. Es scheint eher so zu sein, dass diese Formulierung des Protokolls eben die Formulierung des Protokollanten sind. Ja. Aber man hat ja ganz bewusst auch Sprache, die nämlich das, was Sie gerade gesagt haben, in schriftlichen Dokumenten gar nicht zu finden ist, sondern dass Sprache verklausuliert wurde. Das ist richtig. Das ist ja das Phänomen hierbei. Man muss nicht aussprechen, was man will, aber alle wissen es. Und das ist das eigentlich
bedrohlich Bedrückende an dieser Konferenz gewesen. Herr Longrich, würden Sie sagen, dass der ungeschriebene Befehl, und das schwebte ja so ein bisschen über dieser Konferenz, ein typisches Merkmal des Hitler-Regimes war? Ja, natürlich. Sie müssen sehen, dass solche Radikalisierungsprozesse in Gang gekommen sind durch eine Interaktion zwischen der obersten Führung und den ausführenden Organen. Das heißt, der sogenannte Führer gibt bestimmte Signale, gibt zu erkennen, dass er nun noch radikalere Vorschläge wünscht, und seine Untergebenen produzieren diese radikalen Vorschläge in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Aber natürlich hat die höchste Autorität in diesem Staat dann das letzte Wort. Es ist ja ganz bezeichnend, dass gerade in diesem Zeitraum um die Jahreswende 41-42 wir eine ganze Reihe von Erklärungen Hitlers haben, sowohl intern als auch in öffentlichen Reden, in denen er ganz deutlich von der Ausrottung und Vernichtung der Juden spricht. Das heißt also, das ist im Hintergrund zu sehen, während diese hohen Beamten und SS-Führer sich da getroffen haben, wissen sie, dass die oberste Führung dieses Regimes alles decken wird, was sozusagen den Judenmord beschleunigen wird, ausdehnen wird und weiter vorantreiben wird. Das ist eine atmosphärische Frage vor allem. Ja. Sie haben ja gesagt, dass es eigentlich schon 1933 anfing mit Ermordung von Juden. Was würden Sie denn sagen, wann fiel die Entscheidung eigentlich zum Massenmord der Juden? Na, das ist ein Radikalisierungsprozess. Ich glaube nicht, dass es also einen ausdrücklichen Befehl gegeben hat, Hitlers. Das ist auch bei den Historikern eine lange Jahre eine Streitfrage gewesen, aber die ich nicht für so wesentlich halte. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht um dass man genau wusste, was der Führer will, was er möchte. Und da musste kein Befehl vorhanden sein. Ich sehe das eher so, dass es geht tatsächlich um einen Entscheidungsprozess, dass eben fortgesetzt Entscheidungen getroffen wurden, eigentlich eben schon mit Kriegsbeginn, dann vor allem im Vorfeld des Krieges gegen die Sowjetunion, dann wieder im Herbst 1941. Und es werden aber im Grunde genommen Entscheidungen getroffen bis zum Ende des Krieges. Auch die Entscheidung letzten Endes, die letzten überlebenden Konzentrationslagerinsassen zu ermorden durch Himmler, ist eine Entscheidung gewesen. Das heißt, man darf sich nicht, das hat man vielleicht lange falsch gesehen, das ist ja nicht etwas, was einmal in Gang gesetzt wird und sozusagen dann automatisch abläuft, sondern es bedarf einer kontinuierlichen Entscheidungsbildung. Das heißt, die Führung dieses Staates muss den ausführenden Organen immer wieder versichern, dass das, was sie machen, richtig ist, dass das gewollt ist. Liest man Hitlers Mein Kampf und liest es etwas, die Passagen etwas gegen den Strich, da steht alles drin. Da steht alles drin, 1925. Nur die Einzelheiten werden nicht formuliert. Da ist nicht die Rede natürlich von Ausrottung und Gaskammern. Ausrottung ja, aber Gaskammern und so etwas alles. Nein. Das wusste man zu dem Zeitpunkt. Also ein Programm zur Ermordung der Juden steht in meinem Kampf nicht. Und das steht nicht, aber die Worte sind alle da. Ja, die Begrifflichkeit. Es ist natürlich die Rede davon, dass man im Weltkrieg einige 10.000 dieser Volksverderber, wie er es nennt, unter Gas hätte halten müssen, das lässt aufhorchen. Ja. Aber so etwas wie eine sozusagen ein Programm, das Hitler dann später abgearbeitet hat, das wäre zu einfach. Aber natürlich sollte man dieses Buch auch nicht unterschätzen. Und es ist ja seit einiger Zeit wieder stark in der Diskussion. Natürlich ist es klar, dass eine solche Person, die sich 1932/33 zur Wahl stellt, dass man nur das Schlimmste in Bezug auf die Behandlung der jüdischen Minderheit von dieser Person erwarten kann. Das ist ja klar. Die Frage, die mich mein Leben lang beschäftigt hat, ist aber eine andere. Das ist die Frage, wie dachte eigentlich die große Bevölkerungsschicht. Was dachte die Bevölkerung? Hat die das mitgetragen, diesen Ausgrenzungsprozess, diese Vernichtungsfantasien, die anfingen dann real zu werden? Und hier stellen sich für mich einige Fragen, auf die ich bis heute keine Antwort gefunden habe. Inwiefern war das denn Thema auch bei der Konferenz?
Das spielte bei der Konferenz keine Rolle. Also das heißt, wie die Bevölkerung darüber denken würde, es wurde vorausgesetzt, dass diese Dinge funktionieren würden. Aber war man nicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas beunruhigt, dass vielleicht Unruhe in der Bevölkerung aufkommen könnte? Es taucht einmal auf am Ende des Protokolls im Hinblick auf die Juden in Polen, aber es ist nicht ganz klar, welche Beunruhigung damit gemeint ist. Natürlich ist es klar, dass diese Politik in der Bevölkerung eine Anhängerschaft hat. Es gab natürlich in Deutschland aktive Nationalsozialisten, es gab eine große Zahl von radikalen Antisemiten. Es ist aber sehr schwierig, ein Statement zu machen für die Bevölkerung insgesamt. Es gibt auch sehr starke Hinweise darauf, dass vor allen Dingen, sobald es um Anwendung von Gewalt ging, eigentlich der NS-Staat so etwas wie ein Erziehungsprogramm an der eigenen Bevölkerung durchsetzen musste, auch mit Drohungen arbeiten musste. Es gibt, wenn man sich etwa die Goebbels-Tagebücher ansieht oder die Propagandakonferenzen von Goebbels, gibt es eine ganze Reihe von Stellen, wo dieser fanatische Antisemit enttäuscht war über die Reaktion gerade der deutschen Bildungsbürger und so weiter auf die Verfolgung der Juden. Und es gibt den Satz von ihm, der deutsche Bildungsbürger ist doch ein Dreckstück, wo er meinte, dass in Berlin etwa freundlichen Gästen gegenüber den Juden, die gerade zum Tragen des Sterns gezwungen worden waren, überhand nahmen. Also das Ganze ist, also die Vorstellung, dass sozusagen es eine deutsche Bevölkerung gegeben hätte, die sozusagen geschlossen hinter dem Regime stand und sozusagen geradezu die Ermordung der Juden eingefordert hätte, die wäre ganz falsch. Das müsste man wesentlich differenzierter sehen. Und diese ganz radikalen Maßnahmen, den Mord an den Juden, ist sicherlich nur von einer Minderheit wirklich mitgetragen worden. Die meisten haben natürlich so getan, als wenn sie nicht wussten, worum es ging. Es gab diese Informationen, die Propaganda, die öffentlichen Reden vom Ausrotten, Vernichtung der Juden, die meisten haben natürlich so getan, als wenn... Verdrängt und nicht wissen wollen. Wir müssen aber genau hingucken. Es fängt an, der 1. April-Boykott 1933. Vor jedermann ersichtlich, da stimmt was nicht. Da standen, da wurden SA-Männer standen vor den jüdischen Geschäften und Normalbürger wurden abgehalten, dort einzukaufen und so weiter und so fort. Dasselbe vollzieht sich noch etwas deutlicher am 9. November-Pogrom 1938. Schweigen, ein großes Schweigen, aber ist die Frage, war es ein zustimmendes Schweigen oder was war es? Zunächst mal funktionierte das Ganze eben nicht von alleine. Das heißt, es genügte nicht, zum Boykott aufzurufen, es genügte nicht, Rache an den deutschen Juden aufzufordern, sondern es waren beides Aktionen, die eben massiv von der Partei selbst organisiert waren, bei der die deutsche Bevölkerung lediglich eine Statistenrolle zugedacht war. Und es ist meiner Ansicht nach sehr deutlich, dass also gerade beim Novemberpogrom die Meinung der Deutschen, man kann das untersuchen, es gibt ja zahlreiche sogenannte Stimmungsberichte, es gibt ja auch Briefe, es gibt Tagebücher, dass die Meinung, sagen wir zumindest, sehr geteilt gewesen ist. Also Zustimmung auf der einen Seite, aber auch sehr starke Ablehnung auf der anderen Seite. Je nachdem, es gab beides. Es gab beides, sicherlich. Wenn wir nochmal zurückschauen oder zurückgucken, kommen auf die Konferenz selber, so ist der Zeitpunkt der Konferenz ja verschoben worden. Die erste Einladung erfolgte für Ende November und die Konferenz selber fand dann erst sehr viel später statt. Wie kam das? Ja, 9. Dezember war der erste Termin. Das hat natürlich, das hat die Forschung schon seit langem vermutet, mit dem Kriegseintritt oder besser gesagt der deutschen Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten zu tun. Nun musste sich der ganze Apparat neu aufstellen. In dem Zusammenhang ist ja bezeichnend dieses Hitler-Zitat vom 30. Januar 1939, die Drohung, die Prophezeiung, dass im Falle eines Weltkrieges die jüdische Rasse in Europa ausgerottet werden würde. Und auf dieses Zitat kommt man immer wieder zurück und durch Zufall eben gerade infolge des Kriegsantritts der USA hat sich also der Krieg zum Weltkrieg ausweitet. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin schon sagte. Hätten die Kirchen sich zu Wort gemeldet, sich hinter die verfolgten Juden gestellt, wäre meines Erachtens die Wannsee-Konferenz und das, was dann folgte, nicht möglich gewesen. Aber brauchte es denn überhaupt die Wannsee-Konferenz letztendlich? Denn der Massenmord war ja schon im Gange. Ja, nur die Kirchen haben geschwiegen. Das war doch das Problem. Und von Anfang an. Es gab ein paar
aufrechte Frauen und Männer, aber das war es auch schon. Aber die Kirchen waren doch als moralische Instanz längst korrumpiert in dieser Zeit. Das heißt, sie waren doch nicht mehr intakt und nicht mehr fähig, sozusagen die Gläubigen geschlossen zum Widerstand aufzurufen. Mir geht es ja nur um die Frage, was wäre gewesen, wenn? Ja. Mhm. Aber diese moralische Erosion setzt da viel früher ein. Die setzt früher ein. Das heißt also, die setzt schon in den ersten Jahren nach 1933 sofort ein. Wahrscheinlich schon vorher, sogar schon in der Weimarer Zeit. Mhm. Aber nur gut. Gab es denn überhaupt irgendeine Gruppe, die wirklich Widerstand geleistet hat oder hätte Widerstand leisten können, von dem Sie es erwartet hätten, unabhängig von den Kirchen? Also von den Kirchen hätte ich es erwartet. Aber wenn Sie fragen nach dem Widerstand, das sah nicht sehr gut aus in Deutschland. Es gab Widerstandskreise, aber diese Widerstandskreise waren häufig gegen Hitler, aber nicht gegen, stellten sich nicht hinter die Juden. Der Gördeler Kreis zum Beispiel, ein klassisches Beispiel dafür. Man war zwar gegen Hitler, aber die Juden spielten in dem Denken keine Rolle. Es gibt natürlich Zeichen eines gewissen Unmuts, und das Wort sollte man sich wirklich genau anschauen, in bestimmten Kreisen der Bevölkerung, gerade als Reaktion auf die Kennzeichen, auf die Deportation. Es gibt natürlich aktive Hilfeleistungen für Juden. Es gibt die Fälle, einige tausend Fälle von Juden, die versteckt wurden, die auf diese Weise auch überleben konnten, wobei wenig bekannt ist, dass häufig eben die Helfer sich auch bezahlen ließen zum Beispiel. Und es ist auch wenig bekannt, dass die Hilfsaktion gar nicht so risikoreich gewesen ist. Aber trotzdem, so etwas gab es natürlich. Insofern, aber es gibt eben keine, Sie müssen sich vorstellen, dass eine solche Gesellschaft ja atomisiert ist. Das heißt, es gibt ja kein Forum, in dem man sozusagen versuchen kann, mit anderen eine Gegenposition gegen die Politik des Regimes aufzubauen. Schauen Sie sich etwa die Klemperer-Tagebücher an. Der Mann rennt durch Dresden und versucht herauszubekommen, was die Bevölkerung eigentlich denkt. Wie soll er das sonst feststellen? Es gibt ja keine Oppositionszeitung oder kein Oppositionsradio oder etwas Ähnliches. Also das ist sich sehr schwierig, sich vorzustellen, dass in einer solchen etablierten Diktatur sich gegen eine solche radikale Politik Widerstand formieren kann. Das hätte viel früher geschehen müssen. Das hätte, wenn es wirksam hätte sein sollen, eben unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung oder vor der Machtergreifung geschehen müssen. Naja, es gab einzelne Maßnahmen, einzelne Personen, die Widerstand geleistet haben. Das ist ja alles unbestritten, aber das, Herr Lomrich, was Sie ansprachen, das ist auch etwas sehr Bedrückendes eigentlich. In Berlin haben ein paar Tausend in Verstecken überlebt. Aber das muss man sich ganz genau angucken. Da stellt man zum Beispiel fest, sie wurden in der Tat zum Teil, mussten dafür SS-Leuten ihr Hab und Gut rausgeben. Sie wurden erpresst faktisch, damit sie nicht abgeholt wurden und so weiter und so fort. Schreckliche Dinge, die da geschahen. Aber zur grundsätzlichen Frage, wie sah es mit dem Widerstand aus? Da war es nicht weit her. Das ist das Problem, was wir haben. Wenn man sich das anschaut, war nicht weit her damit. Eine These in der Holocaust-Forschung sagt ja immer, dass die Nazis durchaus gezielte Hinweise auf die Judenvernichtung gegeben haben. Und das Volk sollte zum Mitwisser gemacht werden. War es tatsächlich so? War das Volk ein Mitwisser? Und warum wollte man das so? Ja, man wollte es zum Mitwisser machen, das ist ganz richtig, und hat die Parole ausgegeben, wir führen einen Krieg gegen die Juden, es geht um Leben und Tod, wenn die andere Seite den Krieg gewinnt, dann werden wir alle zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr wisst ja schon, was wir gemacht haben, so hieß es, ließ man in der Propaganda durchblicken, dann werden wir zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt aber ganz starke Anzeichen dafür aus den Jahren 42, 43, dass sich eben die Bevölkerung gerade dieser Zumutung versucht zu entziehen, indem sie sich ostentativ ahnungslos stellt. 1943 etwa eine große antisemitische Propagandakampagne nach Katyn ist zusammengebrochen, weil die Bevölkerung einfach diese Töne nicht hören wollte. Und das ist also nicht so einfach, dass man sozusagen Menschen dafür ohne weiteres in die Verantwortung nehmen konnte. Macht das gerade so schwer, dann festzustellen, wer was wie wusste? Das Problem der Ahnungslosigkeit, da muss man auch einige Fragezeichen setzen. Natürlich wusste man sehr viel mehr, als allgemein bekannt war.
Diejenigen, die zum Beispiel in eine leergezogene Wohnung zogen, die haben sich natürlich die Frage gestellt, wieso ist die Wohnung leer? Wo sind denn die früheren Bewohner jetzt? Und so weiter und so fort. Also da bin ich auch immer etwas skeptisch, wenn ich höre, Ahnungslosigkeit. Nein, da kamen Nachrichten aus dem Osten, ja. Von in Briefen von Wehrmachtssoldaten nach Hause. Und da wurde schon berichtet. Man wusste schon, dass da etwas vor sich ging, aber man wollte es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Wollte es nicht wissen, aus Angst auch? Oder? Aus Angst, aus was auch immer. Das sind verschiedene Motive denkbar. Aber man wusste jedenfalls mehr, als man zuzugeben bereit war. Und ich spreche auch deswegen von einer ostentativ zur Schau gestellten Ahnungslosigkeit. Ja. Ich glaube, dass wenn man wirklich sich die Verhältnisse anschaut und vergleicht 1942 und 1944, dass 1944 weniger Menschen von diesen Dingen wissen wollten als 1942, weil mit dem Herannahen des Kriegsendes sie wussten, dass sie in irgendeiner Weise kollektiv zur Haftung, zur Verantwortung gezogen werden würden. Also das ist eben diese Frage nach dem Wissen ist sehr kompliziert, weil man in einer Grauzone sich bewegt zwischen so Nichtwissen wollen, wissen können. Das ist eine psychologische Frage, die nicht so, man kann es nicht in Prozent beantworten. Aber trotzdem, die Ahnungslosigkeit schützt ja nicht davor, dass man letztendlich dann doch in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen wird. Letzten Endes ist doch diese Haltung, die die meisten bezogen haben, erfolgreich gewesen. Sie sind ja nicht nach Kriegsende für den Judenmord kollektiv zur Verantwortung gezogen worden. Ist ja nichts passiert. Mehr oder weniger nach 1945 ging man wieder zur Tagesordnung über. Die Männer der Wannsee-Konferenz, wo sie nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, haben Karrieren in der neuen Bundesrepublik gemacht. Und auch in der DDR. 45 ist keine Stunde Null, sondern es ging weiter. Würden Sie das auch so sehen? Was man heute als Holocaust bezeichnet, dass da ungefähr Schätzungen sprechen von vielleicht 200.000 Tätern beteiligt waren. Also doch ein relativ großer Block in der Gesellschaft. Die meisten haben den Krieg überlebt. Und es ist auch sehr schwierig, allein schon diese Menschen, diese Gruppe sozusagen zur Verantwortung zu ziehen, weil die haben Familien, Freunde und so weiter. Und die meisten Menschen, die in irgendeiner Form auch von diesen Deportationen profitiert haben, Sie haben es gerade beschrieben, Auktionen, Wohnungsübernahmen, haben natürlich damit auch ein gewisses Interesse daran, dass man nicht allzu scharf mit den eigentlichen Tätern umgeht. Aber wenn man sich zum Beispiel auch die Mitglieder dieser Konferenz anschaut, was mit denen passiert ist, eigentlich müsste man ja meinen, gerade auch wenn es nicht der Beschluss zur sogenannten Endlösung der Judenfrage war, so war es ja dennoch etwas, wo sich alle Beteiligten am Tisch einig waren, dass es so kommen sollte. Mhm. Und die Frage, wie man es organisiert, eigentlich hätten die doch zur Verantwortung viel stärker gezogen. 6 sind während des Krieges umgekommen, 3 sind tatsächlich exekutiert worden. Und 6 haben mehr oder weniger ungeschoren in der Bundesrepublik gelebt. Diejenigen, die befragt worden sind zu der Konferenz, haben erst mal behauptet, sie waren nie da, sie wüssten gar nicht, wovon die Rede ist, wenn man ihnen dann später das Protokoll gezeigt hat, haben sie gesagt, da ging es um die Mischlingsfrage, um bestimmte bürokratische Aspekte, was Endlösung ist, haben wir nicht gewusst. Also das heißt, man hat sich letzten Endes versucht rauszureden und man muss auch hier sagen, diese Ausredestrategie war in diesen Fällen auch erfolgreich. Diejenigen, um es mal jetzt etwas salopp zu formulieren, die Dreck am Stecken hatten, haben das gut verbergen können und wurden auch gedeckt, nicht von den Kollegen und so weiter und so fort. Also heute sind wir in der glücklichen Lage, die Fragen radikaler zu stellen. Und es ist auch gut so, dass es jetzt geschieht. Aber es hätte in den 50er und 60er Jahren passieren müssen. Das Unheimliche an dem Prozess ist ja gerade, dass es eine Staatsbürokratie ist, die sucht eine Lösung des sogenannten Judenproblems, dann eine Endlösung. Und während sie darüber diskutiert, verändert sich der Begriff, der mit dem Begriff Endlösung bezeichnet wird. Es kommt tatsächlich zu Morden, Massenmorden. Und diese bürokratische Maschinerie läuft einfach weiter, trägt alles mit. Es gibt nirgendwo, es hätte ja jemand bei der Wannsee-Konferenz aufstehen können, hätte sagen können, Moment, es gibt doch ein Strafgesetzbuch und so weiter. Haben wir denn, wie funktioniert denn das eigentlich? Was ist die rechtliche Basis dieses Ganzen? Aber niemand hat das getan. Und es gibt auch in der Bürokratie selbst, wenn man das sieht,
zwar einige hin und wieder retardierende Elemente, aber die Hauptenergie der Bürokratie besteht darin, dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Und das ist eigentlich das Unheimliche an diesem Prozess, also ein bürokratischer Apparat, in dem es keine Checks and Balances gibt, keine Widerspruchsmöglichkeit gibt, offensichtlich auch keine moralische Instanz gibt. Und das ist vielleicht auch das, was uns in die Richtung führt, aus diesem Prozess vernünftige Lehren für die Zukunft zu ziehen. Der Apparat hat sich verselbstständigt. Und das ist das, was uns heute noch erschreckt. Und deswegen ist es sehr gut, dass man heute anfängt, jetzt die ganzen Ministerien und so weiter durch Historiker untersuchen zu lassen, wie sie an diesen ganzen Verbrechen beteiligt gewesen sind. Und sie waren beteiligt. Das war jetzt gerade im Auswärtigen Amt und auch im Justizministerium der Fall. Wenn man das jetzt sieht, die Wannsee-Konferenz jährt sich zum 75. Mal. Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die mal sagen, es muss auch mal ein Schlussstrich gezogen werden. Sie sagen auch, nach 70 Jahren macht es noch viel Sinn. Es macht wenig Sinn, rechtlich gegen noch 90-Jährige vorzugehen. Aber ich bin der Meinung, es ist unsere Aufgabe, uns mit diesen Jahren zu beschäftigen. Und wir müssen Fragen stellen. Die Fragen sind schmerzhaft, das wissen wir. Und sie betreffen die Familien, Familienangehörige und. Aber wir müssen es tun, denn die Frage stellt sich, kann sich denn das wiederholen, was zwischen 33 und 45 geschah? Eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Andererseits sage ich mir immer, es ist alles zu jeder Zeit, an jedem Ort möglich. Würden Sie sagen, es darf überhaupt eine Schlussstrichdebatte geben? Ich finde dieses Schlussstrichargument schon etwas eigenartig, weil man wird ja auch nicht einen Schlussstrich unter die Geschichte des Römischen Reiches oder unter das Mittelalter ziehen wollen. Also man beschäftigt sich immer mit Geschichte und man sieht gerade in den Forschungen der letzten Jahre, dass dieser ganze Prozess, dieser Entscheidungsprozess, der zum Mord geführt hat, zum Massenmord geführt hat, immer transparenter wird für uns und immer besser erklärbar eigentlich auch wird. Und wenn man sich in die öffentliche Debatte, wenn man sich die öffentliche Debatte anschaut, hat man den Eindruck, dass in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich die Ereignisse von damals eher näher an uns herangerückt sind, dass sie uns eher näher sind, obwohl die meisten Menschen keine Erinnerung mehr an diese Zeit haben. Und ich glaube, dass einfach diese völlige radikale Veränderung einer Gesellschaft, einer Regierung, wie im Nationalsozialismus, dieses Umschlagen in dieser kurzen Zeitspanne, dass das einfach ein Phänomen ist, was man im Auge behalten wird. Das ist einfach ein Menetekel, was man nicht verschweigen oder nicht beschlussstrichen kann. Auch wir bei Phoenix werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Und bei Ihnen bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wiedersehen.